Hallo ihr Lieben. Ja, ich habe wieder ein Video. Ging ja schneller, als ich gedacht habe. Ja, hier ist wieder Chaos. Ich habe jetzt alles wieder wie immer nur zur Seite geschoben. Ich bin ja am Werkeln. Steine, Schmuck, Magneten und so weiter und so fort. Ja, auch viele Ohrringe, also Perlenohrringe, bin ich gerade dabei. Licht ist mal wieder nicht so gut. Ja, das war eine alte Kette hier. Habe ich auseinandergefriemelt. Ja, das waren auch mal Ohrringe, die kaputt gegangen sind. Moment, ich muss mal wegen dem Licht. Ist das jetzt besser? Also hier sind so ganz viele verschiedene Perlen drin. Also Perlohrringe. Hier rote. Und hier mit dieser coolen gesprenkelten Perle. Ja, na los. Er will nicht. Momentchen. Jetzt kann man es sehen. So eine übelst coole gesprenkelte Perle. Ja, so richtig will er nicht scharf stellen. Keine Ahnung. Zeigt ihr euch jetzt einfach mal hier so ein bisschen. Die hier finde ich auch ganz cool. So zebramäßig. Was ist denn heute hier los? Wieso? Ja, da liegt so viel Zeug im Hintergrund rum. Ich merke das schon. Aber ich will das jetzt nicht wegräumen, weil ich will gleich weitermachen. Mit diesen ganzen Basteleien hier. Habe ich sonst noch was Schönes hier drin? Ja, das sind halt so verschiedene. Hier ist auch noch so eine coole Perle. Ach Mensch. Jetzt. Ja, also ihr seht, ich bin am Ohrring basteln. Hier hatte ich auch andere Ohrringe noch gemacht. Ich glaube, die habe ich euch schon mal gezeigt. Da hatte ich gesagt, dass das Einhorn-Kabochon von, also diese Flatbacks hier von Sabrina. Und dann hatte ich hier noch so ein Katzenohrring gemacht. Moment, hat sie alles verheddert hier? Ja, die hänge ich dann mir hier auf mein Regal drauf. Also habe ja so ein, wo die Ohrringe hin. Oh, Rede, Problem. Wo man die Ohrringe hinhängen kann. Aber ich zeige es euch jetzt mal. Auch für so ein Cabochon. Oh. Und die hier waren kaputt gegangen. Da war vorher nur das Mädel und diese Schneeflocke. Aber ja, ich schmeiße ja nichts weg. Also habe ich die so ein bisschen umgeändert. Und dann sind die hier auf so einer Platte drauf. Und ich glaube, Hasi habe ich euch auch schon gezeigt. Sonst habe ich eigentlich nichts Neues gemacht. Groß. Außer hier hinten so ein bisschen bin ich dabei, wie ihr seht. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Hier sind so Magneten, die ich jetzt noch fertig mache. Daraus wird wahrscheinlich ein Anhänger. Ja, meine ganzen Steine, die jetzt noch hier sind. Ja, die sind ja schon uralt, da wollte ich nur neue Haken dran machen. Ah, das sind einer meiner Lieblingsohrringe, die habe ich schon Jahre. Jahre, wirklich. Ja, die haben jetzt natürlich ein bisschen Glanz verloren, ja. Über die Zeit, das ist klar. Ja, er hat Probleme, ich denke mal, weil hier so viel rumliegt von diesen ganzen Zeugs hier hinten. Aber ich muss mal gucken, ob ich es trotzdem irgendwie hinkriege. So, jetzt zeige ich euch erstmal, was ich eingekauft habe. Und zwar Geschenkpapier. Wie ich im letzten Video schon erwähnt habe, es sind lauter Geburtstage. Ja, das hier fand ich richtig toll. Mal sehen, ob ich da auch noch irgendwas anderes mit basteln kann, weil das sind so richtig schöne Blumen hier. Richtig cool. So, dann zeige ich euch mal von denen hier nun so ein Stück, weil da bin ich schon dabei einzupacken. Niedlich, oder? König der Löwen. Also. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, ob das Original Disney war. Habe ich jetzt gar nicht drauf geguckt. Aber ich glaube ja. Also wirklich König der Löwen, nicht nur so eine Nachmache. So süß, oder? Oh, das fand ich so niedlich. Und hier auch Disney. Wie gesagt, ich kann es nicht richtig reinhalten. Das Stück habe ich mir hier übrig gelassen. Das andere ist alles schon eingepackt. Und das Stück habe ich mir hier übrig gelassen. Und die schneide ich hier alle aus. Bambi und, ach was weiß ich, wir hatten ja alles drauf. Bambi sehe ich hier, Dumbo. Ja, hier 101 Dalmatiner, das möchte ich ausschneiden. Und hier seht ihr den hier. Wo ist er? Wo ist er?
Da, Fuchsi, Kapp und Kappa. Ja, da werden bestimmt Grußkarten draus werden. Da habe ich mir extra dieses Stück aufgehoben. Ja, der Grund, warum ich nochmal in den Teddy gegangen bin, sind diese Faltboxen. Ich brauche die Faltboxen, weil, ja, ich muss ja mal aufräumen. Ja? Und ich brauche mal ein bisschen wieder Stauraum. Also die Faltboxen habe ich mir nochmal drei mitgenommen. Mehr hatten sie nicht. So, dann diese Bordüre hier. Da will ich meinen Schrank mit bearbeiten. Mal sehen, ob das so wird, wie ich mir das vorstelle. Ich hatte das schon mal und dann hatte ich die Ohrringe immer da so dran, die ich gerade gebastelt habe. Aber das hat irgendwie nicht gehalten und dann mir nicht mehr gefallen. Und ja, das ist so ein bisschen robuster, weil das ja so Jute-Stoff ist, glaube ich. Sagt man das so? Kartoffelsack halt. So, dann, naja, wie das halt immer so ist. Man geht wegen einer Sache hin und kommt mit 10.000 wieder raus, obwohl ich mich ja eigentlich bessern wollte. Aber manchmal, ja, überkommt es mich halt. Ne? Will mich jetzt auch gar nicht rechtfertigen oder erklären. Auf jeden Fall habe ich einige Sachen gefunden. War auch mal wieder ein anderer Teddy. Ich muss euch mal ganz kurz hier... So. Dieses Bügelbild für meine Jeansjacke. Zweimal. Links und rechts, ne? Musste mit, fand ich toll. Die anderen Bügelbilder sind dort nicht so schön, außer diese Miezekatze hier. Mal sehen, ob ich mir die auch noch irgendwie auf die Jeans-Tasche oben. Ich habe da ja so Taschen an der Jeansjacke. Weiß ich nicht, ob mir das dann zu, naja, was heißt kindisch, wenn ich trage Häschenringe, kindische, ne? Und Nemo am Arm und was weiß ich. Weiß ich nicht, ob ich das drauf mache oder ob ich es einfach nur so für eine Karte benutze oder irgendwo anders hinklebe. Ja, dann hatten die diese Blumen hier. Die hatte ich schon mal. Die gab es damals auch noch in anderen Farben. Die finde ich so mega, mega cool. Und die hängen da eigentlich schon ewig nicht mehr rum. Also ich habe die ewig nicht mehr gesehen. Ich habe von denen hier, also vielleicht habe ich irgendwo noch eine andere Farbe. Weiß ich jetzt nicht, weil ich habe ja Millionen von Stickern. Da kann ich ja jetzt nicht jeden einzelnen Sticker, den ich habe, wissen, ne, der da irgendwo rumfliegt. Aber die hier habe ich nicht mehr. Also wenn in einer anderen Farbe oder so ähnlich, aber die hier nicht. Die habe ich alle aufgebraucht. Da weiß ich noch, habe ich mal so ein Anna und Elsa Pocket Letter mit gebastelt. Ja, drei hingen da und die habe ich alle mitgenommen. Bei Blumen habe ich bis jetzt schon immer verbastelt. Da fällt es mir auch nicht schwer, weil die kann man überall mal mit hinkleben. So, dann hier, der war reduziert. Ja, ich habe mal wieder in die Kiste geguckt. Ja. Also, das ist so Galaxy, ja, wie würde ich das jetzt nennen? Galaxy Graffiti? Ich weiß jetzt gar nicht, ob ihr es gemerkt habt. Ich hatte ja einen Anruf. Deswegen war ich jetzt gerade irritiert. Ja, da muss derjenige jetzt durch. Ich rufe zurück. Ich bin jetzt mit euch hier beschäftigt. Jawohl. So, dann hier diese Klammern. Übelst cool, habe ich noch nie gesehen. Also in den anderen Tätis hatten sie die nicht. Sonst hätte ich die mitgenommen. Logisch, ne? Bastelklammern. Miezekatz, finde ich so, so süß. Und dann steht ja noch auf dem Bauch so ein Spruch drauf, ne? Voll geil. Also die finde ich voll geil. Also ich denke mal, die schwarze werde ich behalten. Und die kommen an irgendwelche Geschenke mit dran, weil ich finde die so niedlich. Ja, war ich auch kurz am überlegen, nimm sie doch mehrmals mit. Nein, du wolltest dich bessern, Dani, hör auf. So, dann die hier, aber die sind für die Küche. Die habe ich schon als Panda-Bären. In der Küche an meinen Tütchen, so zum Beispiel Cornflakes-Tüte, ne, wieder zumachen. So. Diese Clips hier finde ich total süß. Kann man aber auch mal an so ein Geschenk mit dran machen und irgendwie die Grußkarte mit dranhängen oder. Ja, dann diese Blumen hier. Ihr seht, ich war wieder richtig in Action. Ne? Also nicht in Action, nicht der Action, das Einkaufsding, ne, sondern in Aktion war ich und habe hier halb Teddy leer gekauft. Ja, muss auch mal wieder sein. Ich denke mal, jetzt ist dann wieder mal Ruhe. Weiß ich nicht, aber ja, wie gesagt, ich will mich ja gar nicht erklären. Diese Blumen mussten einfach mit. Ich liebe Blumen. Und ich verbastle sehr viele Blumen und auch gerne. Ich bin ja immer so sparsam, zum Beispiel mit Svante ihren ausgestanzten Blumen, die sie mir mal gemacht hat. Aber ich habe jetzt auch welche mir rausgesucht, die ich verarbeiten will, weil, ach ja, ja. Wenn man was verbraucht, ist Platz für Neues, ne? So, die hier, auch in der Bühlkiste, das ist ja mehr so wie diese, wie hießen diese Rubbeldinger, wo man diesen Stab dazu hatte und die so rubbeln konnte. Aber ich glaube, das sind wirklich Sticker hier.
Ja, die habe ich auch doppelt mitgenommen, weil die finde ich ganz cool. Die kann man immer und überall mit hinkleben. Ich möchte ja auch mein Fahrrad bekleben. Ja, mal sehen, ob das wieder so eine Schnapsidee ist. Wir werden es sehen. So, dann diese schöne Schleife. Das ist eine Haarspange. Fand ich übelst cool mit diesem Konfetti-Design. Vielleicht schon mal für Halloween. Ich weiß zwar noch nicht, was ich Halloween geplant habe. Aber es könnte sein, dass es der Hutmacher ist. Und der hat doch auch vorne so ein. Ich weiß nicht, ich musste daran denken und habe gedacht, nimm mal mit. Kannst du vielleicht für dein Kostüm im Oktober gebrauchen? Diesmal möchte ich eigentlich einen Hutmacher machen. Hutmacher machen. So, dann diesen Bogen hier auf. Natürlich wieder Miezekatz, ne? Ja, das kleine Gerümpel hier interessiert mich eigentlich nicht. Werde ich wahrscheinlich für die Einschulung, wo wir eingeladen sind, mit verbasteln. Da passt das vielleicht. Aber hier der große, den werde ich mir hier irgendwo hin bappen. Bappen? An irgendeine Kiste? Ja, genau. Also diesmal, wie gesagt, war ich Opfer, ne? Ich war mal wieder Opfer. Ja, musste auch mit. Ich meine, ihr wisst alle, was diese Schablonen kosten. Für 1 Euro. Oh, ich liebe diese Schablonen. Und Geliplate hatte ich ja letztes Mal auch schon gesagt, muss ich wieder rausholen. Ich habe mir die ja nicht umsonst angeschafft. Ich möchte die mal wieder benutzen. Ja, wieder Miezekatzen. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch wieder ein Trend ist, so wie mal Füchse, Eulen und so weiter. Miezekatze. Dann diese hier, die sind halt so schön groß, ne? Die kann man, also die sehe ich schon auf so einer Grußkarte oder auf einer Geburtstagskinderkarte oder vielleicht auch auf der Zuckertüte, die ich basteln werde. Obwohl ich noch nicht weiß, ob ich eine Zuckertüte oder lieber so eine Art Loaded Envelope mache. So, und dann hatte ich Glück. Schaut mal. Ja, hier war ich wieder Opfer und dachte, es sind zwei verschiedene. Das sind diese, ich sag immer Plakatsticker, ich weiß nicht, wie die wirklich heißen. Ja, man soll hinten drauf gucken, ich mach's nicht, aber schaut mal, so niedlich habe ich, ja, jetzt doppelt. Panda-Bär, das Füchslein da unten, das F, die sind alle süß, also. Ja, aber ich habe gedacht, das sind zwei verschiedene. Oh, die sind so toll, ich mag diese, ja, ich sag immer Plakatsticker, wie heißen die wirklich, weiß das einer? Sticker halt, ne? Stinknormales Sticker da, nee, Mensch. So, dann für mein Fenster ein runtergesetztes Traumfänger-Bastelset. Ich werde aber nicht dieses Einhorn da reinhängen, sondern ja, entweder was anderes oder es ohne das Einhorn machen, weil mir gefällt das ohne Einhorn besser. Und hier auch 1 Euro runtergesetzt, dieser Traumfänger von 3. Ja, den mache ich so, wie er hier ist, denke ich mal. Also man kann das ja immer ein bisschen umwandeln, wie man lustig ist, ne? Das ist auch mit Anleitung, dass man sieht, wie man das machen muss. Naja, hoffentlich kriege ich das hin. Wenn nicht, wird es halt doch ein bisschen anders. Ja, und zu guter Letzt, und da sind wir auch schon fertig, Panda-Bär Tintenlöscher. Aber die sind nicht für mich, die sind für die Schule schon mal. Und weil da ein Panda-Bär drauf ist und mein Sohn ja auch so ein Panda-Bär-Freak ist und ja, wir haben mittlerweile echt viel Kram vom Panda-Bär. Von der Spardose bis hin zu hier oben, guck mal, mein Planer mit Panda-Bär. Und daneben steht, das war mal von, was war denn da drin? So eine Badekugel. Aber natürlich musste ich die Verpackung aufheben. Was war denn da drin? Ja, Badesalz. Aber ich habe diese Verpackung aufgehoben und da ist jetzt was anderes drin, was ich auch mal basteln wollte. Ja, also im Moment auch so ein bisschen Panda-Bär. Aber ich habe schon als Kind Panda-Bär-Sticker gesammelt. Ich habe in meinem Stickerheft, was ich ja noch habe, Gott sei Dank, aus Kindertagen, sind einige, ich glaube, 2 oder 3 Seiten mit Panda-Bären. Ja. Panda-Bär ist hier eigentlich überall, wenn man so hinguckt. Genau wie Katze. Katze, Panda-Bären, jetzt kommt auch noch der Fuchs hinzu. Eule hat sich ja wieder ein bisschen gelegt. Ja, ich weiß nicht, warum man so bescheuert ist, aber es ist halt so, ne? So ist man halt verrückt. Ja, das war's schon. Hoffe, es hat euch wieder gefallen. Also, aber ich muss wirklich wieder vermeiden, den Teddy zu besuchen, weil, ja, man wird einfach zu leicht verleitet. Ist einfach so. Die ganzen Monate hatte ich jetzt gar keinen Bedarf, so da reinzugehen. Und kaum fängt man wieder mit diesem kreativen Kram an. Ja, also ich glaube, wenn ich mir jetzt andere Videos noch angucken würde,
oh, lass das lieber. Aber durch Instagram und so sieht man ja auch einiges, ne? Und dann denkt man, oh, diese Plakatsticker. Ja, aber hier gibt es nicht die, also es waren andere, glaube ich. Es waren nicht die, aber ich finde das Foto nicht mehr. Ich weiß auch nicht mehr, wer das gepostet hatte. Im Endeffekt liegen sie eh nur in der Kiste, ne? Aber man muss es haben. Man, keine Ahnung wieso. Ja, so viel dazu. Vielleicht zeige ich euch das nächste Mal so ein Bastel-Update. Mal sehen. Ich weiß es noch nicht. Ich weiß auch nicht, wann das nächste Mal ist. Ich dachte, das ist jetzt nach dem letzten Video eine Weile wieder. Ja, nix, sage ich jetzt mal. Aber ihr seht ja, ich bin hier voll wieder mittendrin am Werkeln. Ich habe mir so viele Sachen herausgesucht. Hier auch so eine ganze Tüte mit Sachen, die ich jetzt hier mal verarbeiten möchte. Also ohne Worte, hier sieht es aus. Eigentlich müsste ich mir erstmal Platz machen, weil wo will man hier basteln? Ne? Das ist wieder T-Rex basteln. Das macht ja auch keinen Spaß. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, bis irgendwann, ne? Tschüss!